The system we are working on is not rocket science. It's very clear, very simple to understand. It's just you have to follow it and you have to time it perfectly. We have an own orchestra. So the orchestra Düsseldorf Symphony really belongs to the house. So I'm the managing director to both house and orchestra. So we can really concentrate on profiling the house as a house of the city, as a mirror of the city's society. The Düsseldorfer Symphonica is an orchestra which plays opera performances, about 70% of our work. And the other 30% is symphonic concertos, which are taking mostly place here in the Tonhalle. It's the most important job for the director of a concert hall if it is, if it has a motor, an own heart like an orchestra, if it is not just buying the programs but really producing. It's one of the most important jobs to react on the development of audiences. We have the Sternzeichen series with a big orchestra, 36 concerts per season, 12 different programs. Then we have the Chamber Music series with 4 concerts, also in the big hall, and I'm very amazed that especially this series has so many subscribers. Ganz viel hat auch damit zu tun, dass die Halle schon lange hier steht, dass es auch Publikum gibt, was zum Beispiel länger ein Abonnement hat, als ich an Lebensjahren zum Beispiel zähle, dass Dinge Zeit brauchen und sich auch erst in einer gewissen Zeit auch entwickeln. I get energy if I have the feeling that people understand my feelings. Then people understand the music I can hear with my back if they get bored. This is the worst thing that could happen. And I can see and feel through the reaction of the orchestra musicians, because they get the audience reaction more directly. They see the audience and I see them. Now it's perfect for him. He has 3 concerts here with us. We're doing the Mahler-Zyklus. And we have a Menschenrechtskonzert, which is conducted by him too, and some other special projects. To react on these new audiences who are interested, who are intelligent, they are well educated, but not necessarily in the classical music business, means also to give them a chance, a handle for the concert. Ein Punkt ist immer, dass man die Seiten wechseln muss, mit den Augen des Publikums sehen muss. Was ist wirklich für sie wichtig? Was interessiert sie wirklich? Wir hatten ein Wahlabo, wo wir uns versprochen haben, dass wir die Flexibilität der Kunden erreichen und dass die dann die unterschiedlichen Sternzeichen so besuchen, wie es günstig für die Kunden ist. Das hat sich aber nicht wirklich realisiert. Also die Zahl von dem Wahlabo hat auch stagniert. Die ist also nicht über die 100 hinausgegangen. Das war nicht unbedingt zufriedenstellend. If we lose the subscribers, we have to do a lot of work to get the tickets sold with a single ticket selling. This is a very hard job, so we have to stay and have to do everything that they stay with us long term. It's important to have friends and donors and people who fight for you, but once you don't have an audience, they don't need to fight anymore. I would say we can't change our message if there are not enough people in the audience, because I always say that God had only 12 followers in the beginning.
the figures of the subscribers were always low. So Tonhalle traditionally is not a subscriber's home. And so I said, well, in my opinion, this subscribing is dead. Why should we be an example for that? But let's talk. Diese Idee, dieses große Abo, was 12 Konzerte beinhaltet, zu splitten in kleinere Abo-Reihen, die war letztendlich auch bei uns da, aber wir haben sie nie vernünftig umgesetzt und hatten so die Idee, das kann funktionieren. Wir hatten aber die Befürchtung, dass dann das große Abo darunter leidet. Weil eigentlich hatte man eher ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Also es kommt jemand ins Haus, der einem erzählt, wenn man dieses Annual Wheel immer durchzieht, dann schafft man das auch und bekommt ganz viele Abonnenten. Da ist man natürlich erst einmal, ob das wirklich stimmt, das weiß man ja nicht. We thought it won't be that much. So let's start it, because he's earning only for the number of subscribers we get additionally to what we have. Man neigt ja dazu, positiv dann auch sehr positiv zu denken. Und dann wäre möglicherweise eine Enttäuschung da gewesen, wenn wir das nicht erreicht hätten. Insofern bin ich vollkommen neutral an die Sache rangegangen und habe gesagt, okay, wir gehen ins Risiko mit den Investitionen, die wir da in dieses Projekt tätigen. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, gegenzusteuern, wenn es nicht gut funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, dann freuen wir uns darüber umso mehr. I firstly thought, which is the planet they come from? And I was quite worried coming from Finland, going to Germany, and you and Martin Hansen had been talking with me several times, should we go to Germany? And I said, well, that's the homeland of the symphony. We have to be solid when we go there. Exactly. But I felt that, okay, now we can test this. And yeah, it was fantastic to have that, to get the opportunity. And actually it had worked the year before in Switzerland also, yeah. So that gave us confidence to go. Germany, as you had planned also, so interesting, but I think that's not possible because I mean the treasury of just... I thought 3,000 would be a nice try, and well, 5,000 is like an earthquake. But actually it is an interesting observation that it's possible. Alle Departments sind daran beteiligt und alle Departments müssen, sollen auch den Durchblick haben und den Überblick über den Prozess, so dass jeder weiß, ah, das, was ich jetzt mache, das hat positive Auswirkungen auf den ganzen Prozess und wird uns insgesamt erfolgreicher machen. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, einen Zeitplan zu haben. Wann gehen die Werbesachen raus? Wann können wir agieren? Das hat sich halt sehr im Haus auch niedergeschlagen, dass die halt viel frühzeitiger mittlerweile halt mit ihren Informationen da sein müssen. Das klappt mal besser, mal schlechter, das ist ganz klar. Also auch von der künstlerischen Seite, dass das klar ist. So im Januar muss dann schon was feststehen. Das muss alles klar sein, was dann kommt, damit wir halt die ganzen Sachen, die im Hintergrund laufen, die Veranstaltungen, Einrichtungen und so, das läuft. Und nur dann kann man ja ins Abonnement einsteigen. Wenn die Sachen nicht da sind, kann ich auch keine Plätze verkaufen. Wie groß wird das Projekt? Was benötige ich dafür finanziell und personell? Und wie lässt sich das Projekt dann auch umsetzen? Ich ging hier immer mit klingenden Ohren nach der Arbeit dann natürlich raus. Das war halt Telefon auflegen, Telefon nach. Also es ging nur noch, das war in einer Tour. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön, diesen Erfolg zu haben. Und ich glaube, wir haben das auch gut für die Kunden gut umgesetzt. I never expected someone reacting on a letter. But it's quite a classical way to touch them, to reach them, and that works. And that's that's lovely. It's a nice and I think it's a closer feeling you can produce by that. Wenn die Mailing-Aktionen verschickt worden sind, haben wir den Ansturm schon sehr deutlich gemerkt. Da hatten wir viel Arbeit, das alles zu bewältigen. Aber wir haben ja Gott sei Dank drei Wege angeboten. Die Leute haben entweder eine Karte ausgefüllt, sie haben eine E-Mail geschrieben oder sie haben angerufen. Also man hat uns auf unterschiedlichen Wegen erreicht und wir konnten das so nach und nach abbauen.
Do you have any idea what the numbers are? No, we don't have time to count. And then Udo went down and spent a morning and took out the worked in the ticketing system and found out, okay, we have 750 new subscribers. It was like, wow. It was amazing, I have to say, yeah. They were really positioned. They simply needed to know how to get the mailing out, how to get things packaged and positioned correctly. And the market responded very quickly. I mean, that was rewarding. Am Anfang standen wir bei etwa knapp 2000 Abonnements. Und am Ende stehen wir jetzt bei knapp 5000 Abonnements. Und das ist natürlich ein Schatz, den wir uns nie so erträumt haben, aber den wir jetzt auch pflegen müssen. The figure of single ticket buyers just remained as high as it was before. So we really got these subscribers. Additionally, they were like sleepers. So they are new for the house. Man muss nicht jeden Tag aufwachen und denken, okay, ich muss für dieses und jenes Konzert noch 1000 Leute finden, sondern man weiß, dass sie da sind. Das heißt, auch da wird man eigentlich dadurch, dass man diese Freiheit hat, wiederum erfolgreicher, dadurch, dass man sich mittel- und langfristiger auf Projekte konzentrieren kann und die auch erfolgreicher umsetzen kann, als eigentlich immer nur Feuerwehr zu spielen. Das ist jetzt über 3 Jahre eine Projektarbeit gewesen. Und diese Projektarbeit über einen solchen Zeitraum mit allen Höhen und Tiefen in einer Organisation durchzubringen, das ist ein Erfolg. Und es ist vor allen Dingen, und deswegen bin ich besonders stolz auf den Bereich Kartenvertrieb, der ja maßgeblich dieses Projekt mitgetragen hat, dass Mitarbeiter in einem Haus, wo normalerweise der künstlerische Erfolg im Mittelpunkt steht, nun sehen oder gesehen haben, dass durch ihre eigene Arbeit ja, ein so großer Erfolg entsteht. Und ich glaube, dass sich das ungeheuer motivierend auf eine solche Abteilung und auf solche Gruppe auswirkt. Ja, man wächst natürlich mit den Aufgaben. So, ne? Also das ist schon eine erhebliche Mehrarbeit, das ist klar. Und die muss man auch, das wie gesagt, man muss das halt strukturieren und dadurch kriegt man das auch irgendwo dann geregelt. Ja, wir haben jetzt Luxusprobleme. Dann haben wir manchmal auch eine Warteschlange an der Abendkasse. Also so, insofern hat sich unsere Arbeit verändert, aber zum Positiven. Im Alltag bedeutet es vor allem erstmal, dass ich ganz oft zu Menschen sagen muss, dass es keine Karten mehr gibt. Okay. Das ist ein Satz, den sage ich eigentlich sehr gerne, weil es natürlich für uns sehr erfreulich ist, schon fast ja, davon auszugehen, dass wir ausverkauft sind. Das ist ganz großartig und auch für das Orchester hat sich natürlich viel zum Positiven geändert. Die Musiker wissen auch, dass der Saal sehr wahrscheinlich gut gefüllt sein wird und das ist natürlich sehr, sehr motivierend für die Düsseldorfer Symphoniker, für uns als Team, für alle. Ich glaube, das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für alle Beteiligten, dass wir maßlos überrascht gewesen sind über den Erfolg. Was uns bei der Gelegenheit bestätigt hat, ist die Erkenntnis, die wir rausgezogen haben, dass wir auch inhaltlich auf dem richtigen Weg gewesen sind. Das heißt also, dass wir als Tonhalle und als Düsseldorfer Symphoniker eine Marke sind. Das war für uns eine ganz wichtige Bestätigung. Wir hatten es geahnt, wir hatten es gehofft, wir haben es geglaubt, aber das war sozusagen eine wesentliche Bestätigung, dass das so ist. Nun muss man ehrlicherweise sagen, es hängt immer von den Rahmenbedingungen ab. Und zu den Rahmenbedingungen gehörte auch, dass damals Adam Fischer begann als künstlerischer Leiter des Orchesters. Und parallel sagen, ein künstlerischer Aufschwung bei uns stattgefunden hat, der das Ganze sicherlich auch befördert hat.
it is a special atmosphere, and they are carrying you, they are carrying the orchestra, and then we have better ideas and we work together. The most interesting and triggering reason to have subscribers, if I'm looking back now, is the programmation. If you know there are 1,200 people coming already, for sure, you can program different things. It gives me a feeling of safety. So I can be sure that we have a good amount of subscriptors and people sitting in the hall. Die Auslastung lag irgendwo zwischen 75 und 85%, je nach Konzert. Insofern ist die Auslastung jetzt deutlich gestiegen, das ist richtig. And now we are at 95% of capacity. That's that I think we shouldn't try to get much higher, it's not meaningful. Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass wir die Auslastung so halten können, dass die nächsten 5% sozusagen, die wir noch schaffen können, werden wahrscheinlich die schwierigsten überhaupt, die zu erreichen, weil man möchte ja auch nicht, dass man ausgelastet ist komplett und dann die Leute nachher traurig sind, dass sie auch keine Single-Tickets mehr kaufen können. Das, was wir an Erfolg verzeichnen, ist nicht sagen auf jedes andere Projekt übertragbar. Jedes Projekt hat seine eigenen Voraussetzungen, hat seine eigenen Rahmenbedingungen. Und das Schöne daran ist ja, dass man sicherlich, und das haben wir, glaube ich, getan, sehr viel planen kann, sehr gut in seinen und sehr stringent in seinen Planungen ist, dass aber letztlich das nicht den Erfolg garantiert, sondern dass der Erfolg dann trotz allem etwas Unerwartetes ist. Und über diesen Erfolg freut man sich eigentlich noch viel mehr. Das Gefühl hat man sowieso im Moment sehr, sehr stark. Die Identifikation ist, glaube ich, auch ganz stark gestiegen. Die Identifikation vom Publikum zum Orchester und aber auch umgekehrt. Und man hat auch immer das Gefühl, dass diese Motivation vom Orchester ins Publikum schlägt und vom Publikum wieder ins Orchester schlägt. Das bedingt sich einfach und man reitet dann auf so einer Welle dahin. We have to reach the point that they read Tonhalle, they see Sternzeichen, they see Düsseldorf Symphony and they trust that it will be good. Dass das wieder so gut kommt, das, da habe ich nicht mit gerechnet. Auch jetzt so im dritten Jahr, dass da noch immer noch trotzdem so viele, viele im Grunde Neueinsteiger sind, das finde ich toll. Weil halt einfach das Konzept für viele, glaube ich, sehr schlüssig ist. Mit dieser Möglichkeit, nur 5 Konzerte zu nehmen oder nur 7. Oder dann, wenn man merkt, oh, das passt mir gut, das klappt gut, dann auch aufzustocken auf die größeren Zahlen. Ein Aspekt ist, dass wir natürlich jetzt damit auch eine Verpflichtung eingegangen sind. Denn diese Abonnenten sind eine Vielzahl von Shareholder für mich. Und um die müssen wir uns kümmern. Natürlich ist das toll, wenn man eine tolle Kurve hat, aber man muss die Kurve natürlich am Leben erhalten. Oder man muss natürlich auch damit leben, dass die Kurve sich vielleicht gegebenenfalls wieder ein bisschen senkt oder einfach auch ein Leben hat. Und damit umzugehen und auch da ein Learning zu haben, wie sich das entwickelt, dass es dann Kündigungen gibt, dass man die wieder, dass man neue Leute wieder heranholt, was das an, auch an Geld kostet und so weiter und so fort. Dafür ein Gefühl zu bekommen, um dann Instrumente in der Hand zu haben, die einem helfen, seine Ziele zu erreichen. Das macht einen sehr frei. Viel schlimmer ist, wenn man diese Instrumente nicht kennt, nicht weiß und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll ich bloß machen? Ich kann sagen, wir wissen, was wir machen können. Und die Frage wird sein, wie viel von dem, was wir tatsächlich an Mehrerträgen haben, ja, wir auch tatsächlich dann werden umsetzen können, ja, in Projekte. Insofern bin ich da ein bisschen vorsichtig. Mir im Moment überwiegt eigentlich auch die,
die Freude darüber und auch die Überzeugung, dass wir jetzt sagen, uns hinwenden können oder wegwenden können von rein reaktiven Verhalten, ja, hin zu strategischen Planungen. When I talk about my job here and our audience and our programs, and then I say we have so many subscribers, they always say, wow! At one of our meetings, I didn't know they had the 150th anniversary concert. I was just out walking along the Rhine. Yeah, I remember telling you and, my story. And I saw there was light. Okay, I'll go and have a look at the hall. And then people were walking in, and I was walking in. It was I could see people running to the hall. And they showed me in, and I found myself in the 150th anniversary concert next to Michael Becker. That was okay, by mistake. But one thing, this was a fun story, of course, and a little bit surprising for me, but one thing was that another piece of the puzzle that made me very confident was we had a good hope here, is that the people, the staff here, mm-hmm. I came late, they organized everything, they took me almost by hand from one place A to place B, made sure I feel really comfortable, I get the right seat, yeah. I had met five people in the administration backstage. Now the front people here in the hall took care of me. They didn't know me. And with that level of customer service, I thought, okay, people must feel good being here. Well, the house is in the discussion, in a very positive discussion. Everybody meeting someone working for the house, say, wow, yeah, Tonhalle, you are really cool. Or Düsseldorf Symphony, you are really cool. And obviously, you are really getting the people. It's a very good feeling that you feel that you can, that the people come with you and that you can convince the people from what you want to do. I could not believe that this could happen. I didn't believe it. I was very surprised and very amazed about this development. Of course, all the orchestra is really happy to see that the concerts are sold out. It's wonderful for us to come on stage and to see that all the places are taken by people who are waiting for us playing music. I have very good partners here, very good musical partners in the orchestra, and I feel very comfortable and good here in Düsseldorf. I think that you can technically change loads of things, but the emotion, the spirit of a house is there or it isn't. And I think that Tonhalle also, thanks to the spirit of the city of Düsseldorf, is a very good one. Musiker sagen immer, dass sie das toll finden. Natürlich, es kommen ganz, ganz viele. Und wenn Musiker fragen, ob es noch Karten gibt und ich sage, nein, wir sind ausverkauft, dann sagen die erst so, ach, wie schade. Und dann im nächsten Moment sagen die, aber ist ja toll. Und man merkt, wie die strahlen, dass einfach das schon wieder voll ist. Das ist schön. We have an average of more than 1,000 people going. We had 120 subscribers in the old hall. We have now, I think, something like 600. So it's really, it's a very beautiful explosion. And we see that also the artists, and that makes me very happy. The artists say it's very unusual. It's unusual to play in such a big hall with so many audience in it. And then we have to know that our message is correct. And if our message is correct and we are convinced that our message is correct, then people will come. And that's what happened here in Düsseldorf, and that's why it's very important. I'm very glad with it.